Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. So, Tekken geht wieder und damit heißt es wieder angespielt Teil 2 vom Tekken. Ich habe das jetzt mal angespielt genannt. Nicht Other Night oder sonst was ähnliches, weil, ja, wie gesagt, ich teste das Spiel mal aus. Oh, da kommt jetzt wieder dieser Trailer, den ich jetzt sofort überspringen werde. Warum ich jetzt schon beim Ladebildschirm angefangen habe, ist folgender Grund. Ne? Jetzt schaut euch das mal an. Yeah! Ja, mit dem rechten Stick kann man den so bewegen. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat, aber ich fand's halt witzig. Ich fand's witzig, Mann. So, gut. Da kann man so einen Sprint to Win, also so einen Dance-Move machen hier. Ja, gut. Also, Tekken 8, weiter geht's. Vorher habe ich ja nicht viel zeigen können. Diesmal hoffe ich mal, dass ich mehr zeigen kann und wir haben auch jetzt eine bessere Uhrzeit als vorhin. Also, ich hatte ja vorhin um 9.40 Uhr das Spiel gestartet. Da habe ich nichts gefunden. Jetzt haben wir 20.41 Uhr, ja, also quasi 11 Stunden später und jetzt hoffe ich mal, dass ich auf jeden Fall mal was finde. Deswegen spielen wir mal Lars, weil, wie gesagt, mit Lars habe ich einen höheren Rang. Eventuell finde ich dann jemanden auf jeden Fall. So. Ja gut, ne? Eventuell schaue ich mir auch mal die anderen Charaktere an. Ne? Ich habe ja hier Claudio. Ich will mal Dragovic sagen, aber ich glaube, Dragovic ist kein Tech-Charakter, oder? Heißt er Dragunov oder Dragovic? Ach, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ne, werde ich auch mal andere Charaktere zeigen, nicht nur jetzt Lars halt. Ne? Ich habe geplant, nämlich noch ein weiteres Video zu machen nach dem Video halt. Ne? Und in dem werde ich dann wahrscheinlich dann andere Charaktere spielen halt, ne? Wie zum Beispiel Kazuya vielleicht oder Leo, glaube ich, war auch noch da, ne? Ja. So, jetzt kann man nur noch warten, ne? Bis wir jetzt einen anderen Gegner wiederfinden. Wie vorhin auch, natürlich. Mal schauen, ob ich jetzt mehr Erfolg habe als vorhin. Aber es müsste eigentlich sein halt, ne? Außer die haben schon nach dem ersten Tag genug von dem Spiel. Das könnte ja auch sein. So, teste ich mal die ganzen Kombis hier aus, ne? Das Spiel ist auf jeden Fall mega laut, da muss ich mal kurz mein Headset leiser drehen, ne? Scheiß die Wand an. Ja, ich werde das natürlich auch im Aufnahme-, also im Bearbeitungsprogramm dann runterdrehen. Oh, guck mal, wir haben eine Runde gefunden, aber geil. Es konnte kein Kampf gefunden werden, oder auch nicht? Na, aber geil. Das ist auch etwas, was sehr oft kommt. Ja, aus Russ hau ich jetzt mal Kazuya einfach mit einer Attacke die ganze Zeit auf die Fresse. Ja, aber wie ich schon sagte, ne, beim ersten Video, ne, der leider ein bisschen zu kurz ausgefallen ist, ne, aufgrund von Tekken halt, ne, so, also quasi mit Servern. Ich bin nicht der größte Tekken-Fan, werde es auch nie sein. Ich bin auch nicht der beste Tekken-Zocker, werde es auch wahrscheinlich auch niemals sein, weil das sind für mich eher so Gelegenheitsspiele nennen und nicht irgendwie so Spiele, wo ich mir denke, ja, da wäre ich jetzt ein Arcade, heißt der Arcade-Stick oder Arcade-Tablet? Oh, essen wir mal diese Dinger. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine halt, ne? So, womit man halt Tekken suchtet halt, ne? Zumindest die meisten, die das suchten, haben so ein Arcade-Pad. Table. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, Mann. So. Guck mal, da haben wir jemanden aus Italien. Es konnte kein Kampf gefunden werden. Ihr miesen kleinen Motherfuckers. Das Spiel ist eigentlich eine Runde Bannen, Mann. Ja. Oh, guck mal, da. Ein Engländer. Ja, beitreten. Easy. Lockisch, mockisch hier. Gut. Oder auch nicht. Ah, fickt euch doch. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht der größte Bannen. Und ich werde es auch nicht. Also ich werde, wie gesagt, beim Angespielt lassen. Ich werde jetzt nicht irgendwie draus ein Other Night machen oder sonst was ähnliches halt, ne? Weil ich werde nicht das Spiel freiwillig zocken, sagen wir mal so. Ja gut, jetzt gerade zocke ich es ja freiwillig halt, ne? Aber ich glaube nicht, dass irgendwann später meine Lust zum Spiel wächst halt, ne? Ich glaube nicht, dass ich mir denke so, ja okay, ich mache jetzt nochmal 3 Videos oder so dazu oder 4 Videos halt, ne? Weil wie gesagt, sonst kann ich ja auch Street Fighter 5 oder 6 zocken, das ist ja quasi auch draußen. Und selbst das habe ich noch nicht mal gezockt. Weil einfach für mich so Beat'em'ups halt nicht mein Genre. Beat'em'ups ist halt nicht mein Genre. Punkt aus, fertig. Beat'em'up ist einfach nicht mein Genre. So, das merke ich halt, ne, jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Ich habe ja auch schon vorhin eine Runde gemacht, ne, und habe verloren. Das ist auch quasi nur, weil ich immer wieder dieselben Tasten drücke halt, ne, oder alle Tasten, besser gesagt, drücke halt, ne.
doppelt das schon so eine bestimmte Kombi raus. So, genau wie jetzt gerade. Und die größten Druckgestalten, die schaffen es immer wieder, mich da in der Luft zu halten oder zumindest auch zu treffen halt, ne? So, wie zum Beispiel jetzt auch gerade, ne, da habe ich auch nicht getroffen. Ah, ich überlege gerade, ob ich wieder so einen Cut mache wie vorhin, ne? Und dann einfach nur den Kampf zeige, sag ich mal so halt, ne? Und das Vorgelabere dann weglassen. Deswegen, ich glaube, ich werde das. Ja, doch, ich mache das mal. Ich werde jetzt einen Cut machen. Wenn ich einen Gegner gefunden habe, dann werde ich wieder die Aufnahme starten, ne? Und will mal sagen, bis gleich. So, es geht weiter. Ja, ich habe eine Runde gefunden, nachdem ich quasi dreimal jemanden suchen musste und nicht gefunden habe. So, ich mache mal kurz mich stumm wieder, ne, damit der Bob mich nicht hört. Hahaha. Sie bestätigt, Kampf starten. Ich mit Law. Genau so, nicht anders. Oh oh. Oh, guck, das meine ich halt, ne? So. Dann hau mir mal den auf die Fresse hier, so. So. Ich bin mal ein bisschen konzentriert, ne? Jawohl. So. Autsch. Aber immerhin merke ich schon, dass er nicht so stark ist wie ich jetzt. Oder besser gesagt, sagen wir mal so, er ist nicht so so am Schwitzen wie ich halt, ne? Okay, gut. Habe ich gesagt und habe verloren. Ich weiß aber nicht, warum ich nicht verteilen konnte wieder. LOL, hat er mich gekontert. So. So. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Hä? So. So. Knapp. Scheiße, die waren da, ne? Aber ich verstehe es nicht. Ich drücke doch Verteidigung. Angeblich. Angeblich halt, ne? Oh, das war nicht gut. Aua. So. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich aufpassen. So, nochmal. Jawohl, geschafft. Ich glaube, wenn es tot ist, oder? Ah, ist er tot? Jawohl, K.O. Oh, Gott sei Dank. Gut. Oh, wow. Ich steige ja mal mega krass auf. So, will er im Rückkampf vielleicht? Oder ist er raus? Hä? Ist er raus? Bitte sag nicht, dass er raus ist, weil sonst muss ich ja einen neuen suchen, ne? Ja, ich glaube, der ist raus. Hm. Ja. Was sagt der Typ zu mir jetzt? Ist er raus oder was? Ja gut, okay, scheint so als wäre er raus, weil er drückt ja keinen Rückkampf. Das heißt, ich muss, glaube ich, zurück zum Standby-Modus. Ja, werde ich jetzt noch eine Runde machen, ne? So, und dann werde ich natürlich dann nochmal eine andere Folge bringen, ne? Mit dem anderen Charakter, eventuell. Und dann, ja, würde ich mal sagen, war es erstmal mit Tekken, weil, wie gesagt, so viel gibt es nicht zu zeigen, außer hier eventuell so Ranglisten und so weiter, aber ja. Sieht ja aus, Scheiße. So, runter mit dir. Ich verstehe aber, Moment, wie habe ich denn? Also, wie habe ich denn die Kombi mit dem gemacht, ja? Okay, das ist das hier.
Okay, das ist die Vordertaste drücken. Okay, irgendwelche Tasten einfach drücken und hoffen, dass ich treffe. So. Ein Engländer. Was? Es konnte kein. Ey, ich verstehe das nicht, warum ich das immer bekomme. Na gut, dann will ich mal wieder so machen, ne? Ja. Kurz, Aufnahmeunterbrechung, ne? Und wenn ich einen Gegner finde, will ich dann wieder mit der Aufnahme starten. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. So, habe ich jetzt einen Gegner gefunden. Also, nachdem ich jetzt gesagt habe, so, ja. Oh, was denn jetzt los? Achso, da schon, da kommt so eine kleine Sequenz oder so. Also im Sinne von Aufstiegskampf. Hammer geil. Oder Abstiegskampf. Oh, freundschaftlich. Hammer geil. Alter. Alles klar, gut zu wissen. So. So. Oh oh. So. Okay, das wird aber nicht, glaube ich, die Entscheidung sein, oder? Nee. Doch! Wow! Alles klar! Haha! KO, Junge! Okay, das ist nicht gut. So. Der ist schon ein bisschen hartnäckiger als der letzte. Okay, nicht gut. Alter. Fuck you! Gibt immer noch einen Tritt am Ende. So. 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 Das kann nicht wahr sein, ne? Ich weiß ja auch nicht, warum er immer den ersten Schlag trifft. Ah, schon wieder? Das ist doch krass, ey. So. Das war knapp. Hui, 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 der Typ. So. Ah Gott, schon wieder so ein Typ, der mich in der Luft hält die ganze Zeit. Oh Gott. Oh Mann, ich hasse es, wenn die mich in der Luft die ganze Zeit halten. Okay. So ein erster Seite, den ich die ganze Zeit in der Luft hält. Sowas hasse ich ja, ne? So. Ja, gewonnen! Oh mein Gott, ich hab gewonnen! Ich hab diesen heftigen Kampf gewonnen, ne? Scheiße, die waren da, ne? Oh, na ja, gut, komm, einen Revanche gebe ich dir auf jeden Fall nochmal, weil das war schon ein witziger Kampf. Aber nach der Runde muss ich auf jeden Fall nichts machen, ne? Okay. Okay.
Alter. So, dann gucken wir mal, was es hilft. Jawohl, gewonnen. Also ich glaube, dass es zumindest ein Sieg ist. Jawohl. Oh, Gott sei Dank, Alter. Round two. Fight. Alter. Halt mich. Alter. Ah, gut. So. Das Problem ist aber, der wird das jetzt auch haben und dann wird er mich zerpflücken. Ne? Oh, noch nicht! Gott sei Dank, Alter! Scheiße! Okay. So. Oh oh. No, er hat gewonnen. Scheiße. Ja, der hat gewonnen. Da habe ich leider einen Schlag zu viel haben wollen. Scheiße. Verdammt sei es so. Das sah aber trotzdem schlecht aus. Also das, was Ding gemacht hat, ey. Ich hasse es, ey. Hä? Wer hat den Sieg gewonnen jetzt? Den muss ich aufpassen. Jawoll! Wow! So. Ein bisschen habe ich es drauf im Spiel. Aber nur ganz bisschen. Gut, ich kann jetzt keinen Rückkämpfer mit dem machen. Ist ja dann auch nicht schlimm, ne? Wir gehen zurück zu Standby-Modus. Ich würde jetzt einen neuen Charakter auswählen und bei euch geht's gleich weiter, würde ich mal sagen. Bis zur nächsten Folge. Tekken 8. Haut rein. Ciao.